Hier ist nun endlich meine Kritik zu einem Dokumentarfilm, der bereits am 6. November 2014 in den deutschen, jedoch erst am 1. Jänner 2015 in den österreichischen Kinos startete, nämlich Citizen 4 unter Regie von Laura Poitras. In Citizen 4 beschäftigt sich Laura Poitras damit, dass sie im Jahre 2013 E-Mails von jemandem, der unter dem Synonym Citizen 4 schrieb, und behauptete, Informationen über die Überwachungstätigkeiten der britischen und US-amerikanischen Regierung zu haben, bekam. Und wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dieser Person um Edward Snowden, der mit Veröffentlichung von Geheimnissen der NSA einen der größten Skandale der modernen Zeitgeschichte auslöst. Und wie das Ganze so im Film aufbereitet wurde, seht ihr nun im folgenden Trailer. Laura, im Moment kann ich Ihnen nicht mehr als mein Wort geben. Ich bin leitender Regierungsmitarbeiter im Bereich der Nachrichtendienste. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, dass der Kontakt mit Ihnen ein extrem hohes Risiko darstellt. Fürs Erste sollen Sie wissen, jede Grenze, die Sie passieren, jeder Einkauf, jeder Anruf, den Sie machen, jeder Funkmast in Ihrer Nähe, jeder Kontakt zu Freunden, jede Website, die Sie besuchen, jede Betreffzeile, die Sie tippen, all das liegt in den Händen eines Systems, dessen Reichweite unbegrenzt, aber dessen Kontrolle begrenzt ist. Am Ende, wenn Sie das Material veröffentlichen, wird man mich vermutlich sofort damit in Verbindung bringen. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass Sie diese Informationen in Amerika an die Öffentlichkeit gelangen lassen. Danke und seien Sie vorsichtig. Citizen 4. Sorry, I don't know anything about you. Okay, I work for, Sorry, I don't know your name. Oh, sorry, my name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. Einige werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie ich überhaupt auf diesen Film gekommen bin. Es ist eben so, dass ich des Öfteren US-Kritiken lese und ich habe diesen Film auf ganz vielen Top-10-Listen von US-Kritikern gesehen und als einer der besten Dokumentarfilme der letzten Jahre wurde dieser Film hochgepriesen und ich interessiere mich auch sehr für den ganzen NSA-Skandal rund um Edward Snowden und Co. Und ich hatte das Glück, dass dieser Film in meinen Kino lief und ich habe ihn gleich in der Premiere am 2. Jänner, glaube ich, in meinem englischsprachigen Kino sehen können. Und ich muss auch gleich mal sagen, es ist wirklich einer der beeindruckendsten Dokumentarfilme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und ich hoffe, ich bin überhaupt schon froh, dass er nominiert wurde, dass dieser Film auch den Dokumentar-Oscar gewinnen wird. Also diese Kritik jetzt, da ich noch nie einen Dokumentarfilm auf meinem Channel gereviewt habe, wird höchstwahrscheinlich sehr kurz bleiben und ich werde halt ganz kurz auf ein paar generelle Sachen des Films eingehen. Der Film stellt wirklich sehr gut dar, dass jeder Mensch einfach nur ein ganz normaler Bürger ist. Auch wenn er in den Medien als Staatsverbrecher gekürt wird, jeder Mensch ist in Wirklichkeit ein Bürger. Auch Edward Snowden ist nur ein ganz normaler Bürger, der eben aufgedeckt hat, dass gesamte Welt von der NSA abgehört wird. Weiters war es auch sehr interessant, einige Sachen zu erfahren, von denen ich zuvor nicht wusste. Ich wusste nicht, dass vorher eben er mit einer Regisseurin kommunizierte, bevor er sich der Öffentlichkeit hingab. Und ich finde es auch sehr mutig von ihm, dass er dann sich der kompletten Öffentlichkeit offenbarte, wer er ist. Und wow, einfach Chapeau vor Edward Snowden. Und Laura Poitras, auch Respekt vor dir, so einen Film in der heutigen Zeit zu bringen, vor allem als US-Amerikanerin, das beweist wirklich von Mut. Und ich fand es auch wirklich sehr interessant, wie der Film gedreht wurde, denn auch wenn es ein Dokumentarfilm ist, wurde er wie ein Krimi gedreht und ist auch sehr, sehr spannend. Ich habe selten gesehen einen Dokumentarfilm, der so spannend ist. Die Interviews mit Edward Snowden, die hier gezeigt wurden, ich hätte nicht gedacht, dass er ein solcher Sympath ist. Und er war auch sehr, sehr witzig. Keine Ahnung, ob das jetzt teilweise gestellt war oder echt, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Also allzu viel mehr habe ich dem wirklich nicht beizutragen. Also war auch wirklich eine tolle Kameraführung. Das Ganze wurde wie ein ganz normaler Cybercrime-Film dargestellt, obwohl es eigentlich eine Dokumentation war. Und allein deswegen ist es wirklich die beste Dokumentation, die ich im Jahre 2014 gesehen habe. Und ich hoffe auch, dass er den Dokumentar-Oscar gewinnt. Einzig und allein kann man vielleicht sagen, dass es zu lang ist, aber das ist schwer, das bei Dokumentarfilmen zu sagen. Auf jeden Fall beeindruckende Doku. Auch einer
dann würde ich sagen, besten Filme, die ich 2014 gesehen habe. Ich gebe ihn 8,5 von 10 möglichen Punkten. Ich hoffe sehr, dass Laura Poitras dafür den Dokumentar-Oscar gewinnt. Sie hat ja sogar bei allen anderen Awards bisher gewonnen. Also hoffentlich gewinnt sie hier auch. Das war's mit meiner sehr, sehr kurzen Kritik zu Citizen 4. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, ein paar Leute mehr schauen sich jetzt den Film an. Ich glaube, er läuft eh nicht mehr in den deutschsprachigen Kinos, aber wenn ihr ihn zur DVD oder Blu-ray Release zu Gesicht bekommt, schaut ihn auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Ich glaube, ich habe hier sogar die erste deutschsprachige Review zu dem Film abgeliefert. Aber Citizen 4, eindruckende Doku. Auf jeden Fall anschauen.